Hallo aus dem Wiener Rathaus. Wie ihr seht, haben wir uns in Schale geworfen und waren für euch bei der 21. Bruno-Gala. Was die Fußballprominenz Österreichs so zu sagen hat, wir haben sie vor das Mikrofon gebeten. Coach Garcia, first of all, welcome back to Austria. Congratulations to the title Coach of the Year. What does it mean for you? Yeah, it's an important award, but not for me or for all the staff, for all the team, because it's the job of all the players, all the staff, and now here I am representing all these people, and also it's important award because it's both of the players, and the players are the most important people in football. When we look back to your time at Salzburg, what was the most impressive moment for in your career? For me, the most impressive moment was when I come back to tell the players that I am going to leave, because I spent very good time with all of them, and it was a sad moment for me. But I cannot tell you one special moment, because all the moments were so special with this group. You are now coach of Saint-Étienne. You are had a good start. Mm-hmm. What is your goal for the season? Yeah, we will see. It's not easy in a new league with a new coach, with some new players. Our target will be to improve every day, to take every game as it comes, and we will see at the end where we will finish. Gratulation for the Frauen-Nationalteam is. Wie erwartet, zur Mannschaft zur Frauenmannschaft des Jahres gewählt worden. Was ist das für euch eine Ehre? Was für eine Ehre ist das für euch? Ja, es ist eine ganz große Ehre. Es ist, krönt einfach den Erfolg, den was wir einfach geschafft haben in Holland. Und der Preis ist, hat einfach so eine hohe Wertigkeit auch in Österreich und ist einfach ein sehr, sehr tolles Gefühl und ja, einfach sehr schön. Müsste ich nicht vorher fragen, wie geht es dem Knie? Wie sieht es weiter mit dem Aufbautraining aus? Ja, also ich wurde jetzt vor einer Woche operiert. Operation ist gut verlaufen. Der Plan ist jetzt einfach so, dass ich die nächsten Wochen dann eben in Innsbruck Reha mache. Und dann geht es direkt schon wieder nach Deutschland zum Verein und werde dann dort die Hauptreha vollziehen in Deutschland. Wenn wir das letzte Jahr bzw. die WM-Revue passieren lassen, was war für dich der Höhepunkt oder dieser Moment, wo du dich gerne noch zurückerinnerst? Ja, also persönlich muss ich sagen, einfach, dass man mit der Mannschaft einfach so lange Zeit zusammen sein durfte. Aber für mich jetzt wahrscheinlich aus sportlicher Sicht natürlich das Tor gegen Frankreich. Tarkan Servest, Gratulation, Künstler des Jahres als defensiver Mittelfeldspieler und Polizist. Was bedeutet diese Auszeichnung für dich? Ja, ich als defensiver Mittelfeldspieler mach nicht so viele Tore, und mit diesem Tor gleich eine Auszeichnung zu bekommen, ist natürlich super, und mit dem ersten Bundesliga-Treffer umso schöner. Wenn wir das letzte Jahr Revue passieren lassen, was war für dich noch ein Höhepunkt in dieser Saison? Ja, auf jeden Fall einfach die Gruppenphase, dass wir es in die Gruppe geschafft haben, in die Europa League. Und ja, so viele Spiele gemacht haben für die Aussie, und zwar 49, wenn ich mich recht gut erinnern kann. Und es war einfach eine tolle Zeit für die Austria. Blick in die Zukunft, Länderspielpause steht jetzt bevor. Wahrscheinlich wird für dich die Erholung nach deiner Verletzung im Vordergrund stehen. Gibt es noch irgendwelche Pläne, die du angreifst? Ja, jetzt mal für die Länderspielpause ist wichtig, dass ich mich auf meine Verletzung konzentrieren kann. Und ja, dann geht es schon wieder los mit der Meisterschaft, heim gegen den WRC. Und dann wartet ein Bombengegner mit AC Mailand zu Hause, und wir freuen uns schon riesig drauf mit der Gemeinschaft und mit der ganzen Austria-Familie. Bedeutet die Auszeichnung Künstler des Jahres so ein bisschen ein extra Boost für dich jetzt auf die kommenden Spiele? Ja, ist meine erste persönliche Auszeichnung im Profigeschäft, und klar gibt es mir ein bisschen mehr Selbstvertrauen, und ja, ist super für mich. Gratulation nochmal, und wir wünschen dir für die restliche Saison alles Gute. Andreas Luxe, Gratulation, Tormann des Jahres. Aber zuerst die wichtige Frage: Wie geht es dir nach deiner Verletzung? Ja, es wird immer besser. Also, die Ärzte und die Physios sind guter Dinge, dass ich wieder vollständig hergestellt werde, also dass die Schulter wieder voll mitmacht. Und ich schaue, dass ich im Oktober auf den Platz komme, und dann muss man eh schauen, Woche für Woche, wie sich die Schulter verhält dann.
Robert Almer hat ja den Titel letztes Jahr gewonnen. Ihr teilt ja ein Schicksal. Gibt dieser jetzt dieser Titel jetzt ein bisschen mehr Momentum oder beziehungsweise Boost für deine Reha? Ja, einen extremen Boost auf jeden Fall. Also es ist echt eine schwere Zeit, wenn man da Woche für Woche in die Kraftkammer gehen muss oder eben zum Physiotherapeut und nicht auf dem grünen Rasen sich schmeißen darf. Aber eben wie ich schon vorher erwähnt, also das gibt nochmal zusätzliche Kraft, dass man vielleicht eine Einheit mehr macht wie geplant und dass man dann stärker zurückkommt wie vorher. Wenn wir das letzte Jahr Revue passieren lassen, was waren für dich die Höhepunkte oder was war für dich der Höhepunkt, auf den du dich gerne zurückblickst? Ja, ich glaube ganz klar das A-Team-Debüt im November gegen die Slowakei. Ich glaube, das ist für jeden Profifußballer ein großer Meilenstein, wenn man da für ein Spiel sein Land vertreten darf. Und das war sicher das Highlight in meiner bisherigen Karriere. Ich weiß, du bist auch verletzt, du bist noch in der Kraftkammer, aber wenn wir jetzt nach vorne blicken, was möchtest du am Ende der Saison, wenn du zurückblickst, was möchtest du sagen? Ja, okay, das war für mich ein tolles Jahr. Ja, wenn ich mich im Sommer hinstelle und sage, es war ein tolles Frühjahr und ich habe alle Spiele machen können, ohne Schmerzen, war es ein tolles Frühjahr. Ich wünsche mir alles Gute für die Reha. René Gadler, Gratulation bei der 21. Bruno Gala Skygo, erste Liga Spieler des Jahres. Was bedeutet der Titel für dich? Ja, es ist eine tolle Auszeichnung. Ich freue mich natürlich sehr. Es ist eine Auszeichnung von den Spielern gewählt und ja. Das ist eine tolle Sache, ich muss auch mich auch bei meinen Kollegen bedanken, die natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen haben und ohne die wäre das natürlich nicht möglich und wie gesagt, bin sehr happy. Du warst letztes Jahr schon nominiert, war heute die Vorfreude ein bisschen größer, dass du das doch jetzt endlich geschafft hast? Ja, ich sag, wenn man schon nominiert ist, dann will man es natürlich auch gewinnen. Das ist letztes Jahr nicht geglückt, hat auch der Thomas Bichelmann, glaube ich, verdient gewonnen und letzte Saison konnte ich dann diesen Titel nach Linz bringen und freut mich natürlich sehr besonders. Wenn wir das letzte Jahr Revue passieren lassen, was war für dich die Höhepunkte, beziehungsweise gibt es einen besonderen Moment, auf den du gerne zurückblickst? Ja, wir haben viele besondere Momente gehabt. Wir waren ja schon sehr frühzeitig Meister. Wir hatten den Aufstieg fixiert, dann den Meistertitel fixiert, jedes Mal in Bashing und hatten dann nach dem letzten Spiel in Horn noch eine absolut hervorragende Mannschaftsreise nach Spanien. Was wir natürlich alle, glaube ich, nie vergessen werden. Das war eine unglaubliche Saison für uns alle und blickt man ewig gerne zurück an diese Zeit. Du hast es jetzt geschafft, Skygo erste Liga-Spieler des Jahres. Letzter der Plan, Tipico-Bundesliga-Spieler des Jahres nächstes Jahr? Ja, das wäre natürlich sehr schön, aber wird natürlich sehr schwer. Konkurrenz ist größer, die Spieler sind besser, aber es ist jetzt nicht mehr vorrangiges Ziel, Spieler der Saison zu werden. Ich will einen guten Job mit meiner Mannschaft machen, sind auf einem guten Weg und wenn wir weiter so unsere Leistungen bringen, dann werden wir, glaube ich, eine gute Rolle spielen in der Bundesliga und das ist unser Ziel. Was muss passieren, damit du am Ende der Saison sagen kannst, dieses Jahr war perfekt für mich? Ja, es wäre natürlich überragend für uns in der ersten Saison einen internationalen Bewerb zu erreichen. Ja, das ist jetzt nicht unser Ziel, aber das wäre für mich persönlich dann eine Platzierung, wo ich sage, okay, das ist wirklich überragend, wir haben Unglaubliches geleistet. Man darf auch nicht vergessen, dass wir Aufsteiger sind. Für viele unserer Spieler ist es die erste Bundesliga-Saison. Heißt doch natürlich Erfahrungen sammeln und aus Erfahrungen lernen. Und wie gesagt, aber ich bin guter Dinge, dass wir eine gute Rolle spielen. Wir haben sehr viele Spieler mit sehr viel Potenzial, die was sie noch steigern werden. Und ja, ich bin guter Dinge. Du warst ja letztens angeschlagen, jetzt ist die Länderspielpause. Kann man mit einem Einsatz nach der Länderspielpause wieder von dir rechnen? Ja, davon gehe ich aus. Es war eine grobe Zerrung bzw. ein leichter Muskelfasereinriss. Mein Ziel ist ganz klar, dass ich nach der Länderspielpause wieder fit bin. Kommt mir natürlich jetzt gelegen, die Länderspielpause. Und ja, wie gesagt, werde dann mein Comeback arbeiten und es wird klappen. Das war es also, die 21. Bruno Gala aus dem Wiener Rathaus. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch eine gute Zeit.